Auto. Dieser Begriff gehört zum ersten Wortschatz fast jedes Kleinkindes. Spielautos vermitteln die Faszination der Erwachsenenwelt. Sie laden ein zum Nachspielen, Situationen aus der Realität nachzuerleben, vor allem selbst etwas in Bewegung zu setzen, zu steuern und zu kontrollieren, auch wenn es nur für die Dauer einer Karussellfahrt ist. Spielzeugautos gibt es in groß und klein. Für die Babys ebenso wie für die Jugendlichen. Aus Holz, Plastik oder Metall. Die Gewöhnung an die Automobilität fängt früh an. Modellgetreue Nachbildungen laden zu Rollenspielen ein. Mit Markennamen, Fahrleistungen und Motordaten jonglieren schon die Zehnjährigen. Hast du denn sowas wie ein Traumauto? Ja. Was denn? Toyota Supra. Aha, wie sieht der denn aus? Sag mal. Also zweitürig, zwei- bis zweisitzig und also er hat Allradantrieb. Warum findest du den so toll? Weil er so schnell fährt. Doch Kinderspiel und Verkehrsrealität haben nichts miteinander zu tun. In der Bundesrepublik verunglücken fast 40.000 Kinder jährlich im Straßenverkehr. Wie es in den Unfallberichten oft heißt, verhalten sie sich nicht verkehrsgerecht. Autoverkehr bedroht Kinder. Kinder sind gezwungen, ihr Verhalten dem Verkehr anzupassen, wenn ihnen nichts passieren soll. Volker Adolf, Kölner Polizist, besucht jeden Tag Schulen und Kindergärten. Mit möglichst kindgerechten Methoden versucht er, den 3- und 4-Jährigen das richtige Verhalten auf der Straße beizubringen. Die Kurve zu fahren? Ja, aber war auch keine Kurve da gewesen. Da war ein Kind, das rannte über die Fahrbahn rüber. Und warum ist das wohl gerannt? Warum rennen manche Kinder einfach so rüber? Weil sie doof sind. Ja, weil sie nicht aufpassen? Nein, weil sie alles haben. Willst du mal versuchen? Na gut, versuchen wir es mal. Polizist, bitte. So, Benjamin, stell dich bitte mal hin. Benjamin. So, jetzt guck dem Kind mal in die Augen. So. Und bitte sag dem Kind mal, was es machen soll, wenn es rüber geht. Gucken. Ja, genau, am Bordstein gucken, nach beiden Seiten. Willst du es auch mal versuchen? Ja, komm bitte mit. In der realen Verkehrssituation draußen wird das Gelernte geübt. Die Grundregeln? Am Bordstein stehen bleiben. Nach beiden Seiten schauen, erst dann die Straßen überqueren. Die Kinder müssen sich konzentrieren, denn für sie gibt es oft viel interessantere Dinge als herankommende Fahrzeuge. Zudem entspricht ihr Seh- und Hörvermögen nicht dem von Erwachsenen, sodass sie viele Verkehrssituationen gar nicht einschätzen können. So. Was meinst du? Kann der Autofahrer euch jetzt sehen? Ja. Ja? Können wir den mal fragen? Bitte bleibt so stehen. Ihr bleibt stehen, ihr bleibt bitte auch stehen. So. So. Sagen Sie, haben Sie die beiden Kinder gesehen? Ja, bitte. Die kann man sehen. Habt ihr gehört? Euch hat er gesehen. Haben Sie die Kinder da hinter den parkenden Wagen auf dem Bordstein gesehen? Nein. Nicht gesehen. Gehört? Hat er euch gesehen? Hat er die gesehen? Die hat er gut gesehen, ne? Dankeschön, bitte weitermachen. So. Lassen Sie Ihr Kind allein zum Kindergarten gehen? Nein, also mein Kind ist 5 Jahre alt und wir müssen zum Kindergarten mindestens 3 Kreuzungen, also überqueren, wovon nur eine mit der Ampel gesichert ist. Und also mein Kind ist nicht in der Lage, Verkehr einzuschätzen. Wobei ich glaube, dass Kinder überhaupt in dem Alter nicht sich verkehrsgerecht verhalten können, dass sie nicht einschätzen können, wie schnell Autos fahren, dass die sich der Gefahr nicht ständig bewusst sein können, dass sie überhaupt nicht verstehen können, nicht gesehen zu werden. Also ich glaube, dass von den Kindern her das Verkehrsproblem nicht gelöst werden kann, sondern dass das eher eine Frage der Straßenplanung, der
Verkehrsplanung ist und nicht eine Frage der Kindererziehung. Wobei ich sicherlich wichtig finde, dass Kinder im Kindergarten und vielleicht auch konsequenter als oftmals zu Hause von uns, also so ein richtiges, also versucht halt wird, den Kindern Verkehrsverhalten beizubringen. Wobei ich nicht glaube, dass sie es durchhalten im Alltagsleben. Gibt es denn Wege, die Ihr Kind alleine erledigen kann jetzt schon mit 5? Nein, weil ich mein Kind hier in der Stadt keine Straßen allein überqueren lasse. Also die Straßen hier sind derartig eng zugeparkt und für Autofahrer, ich bin selber Autofahrerin, sehr unübersichtlich und überhaupt nicht für Kinder überhaupt nicht übersehbar. Also das mache ich jetzt noch nicht. Also ich werde jetzt, also wenn es darauf geht, ihn in die Schule zu bringen, also einzugewöhnen, dass ich dann, wenn er 5,5 ist, dann so langsam anfange, ihn ein Brötchen holen lasse, also ampelgesicherte Kreuzungen halt zu lernen. Kinder allein sind im Stadtbild eine Seltenheit geworden. Die Autoumwelt ist feindlich, zu gefährlich sind die Wege, als dass Kinder selbstständig unterwegs sein könnten. Die Verkehrsflächen, die Straßen, Bürgersteige und Radwege sind für ihre Spiele tabu. Wollen Sie denn, dass Kinder Angst vor Autos haben? Nein, gerade das will man nicht. Kinder erleben natürlich Angst, je nachdem, wo sie wohnen, je nachdem, wie Eltern es ihnen vormachen, wie sie auch von Erziehungspersonal, ich denke mal zum Beispiel hier an Kindergarten oder an die Schule, herangeführt werden. Deshalb ist es also wichtig, mit entsprechend aufbauenden Langzeitprogrammen hier anzusetzen. Ich denke zum Beispiel daran, dass die Mutter es nicht wissen kann, dass sie mit ihrem Kind an der Hand gehen soll, und zwar zur Häuserseite und nicht zur Straßenseite hin. Dass Eltern es in der Regel nicht wissen, dass Kinder ein ganz anderes Blickfeld haben als sie. Das heißt, sie sehen halt eingeschränkt, sie hören anders, sie nehmen anders wahr. Und das sind Momente, die man sicherlich den Eltern und auch dem Erziehungspersonal zunächst einmal vermitteln sollte, damit sie sich in die Psyche des Kindes hineinversetzen können, um dann aufzubauen. Es darf nicht sein, dass Kinder Angst vor dem Straßenverkehr haben. Wir müssen sie ja fit machen für den Straßenverkehr. Was halten Sie denn von dem System der Verkehrserziehung für Kinder? Ja, angesichts solcher Straßen werden nun Kinder verkehrserzogen. Das heißt, sie sollen sich so verhalten, dass sie angesichts der Umstände noch über die Straße kommen, auf legale Weise. Hier über diese Straße, hier kommen sie ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr weg, außer an einzelnen Brücken. Da ist das eigentlich fast schon gar nicht mehr möglich, dass sie einem Kind beibringen, wie soll es hier rüberkommen, weil es einfach zu kompliziert. Das heißt, Verkehrserziehung hat bisher versucht, die Kinder dem Autoverkehr anzupassen. Das hat auch psychische Schäden bei den Kindern sehr häufig hervorgerufen, weil sie gar nicht Regeln verstehen können. Das heißt, sie werden darauf gedrillt, etwas zu machen, wo sie gar nicht wissen, warum sie es tun. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Können Sie sich das denn anders vorstellen? Ich meine, es ist ja lebensnotwendig. Man kann ja den Autoverkehr auch den Kindern anpassen und ihren Bedürfnissen. In den verkehrsberuhigten Zonen hat man Resultate, dass die Kinder wieder mehr auf der Straße spielen, dass ihr Lebensraum wieder zurückgewonnen wird, wenn man die Geschwindigkeit der Autos senkt. Das heißt, wenn man die Autos so anpasst, dass die Kinder wieder spielen können. Die Faszination von Technik und Geschwindigkeit, die Begeisterung für lackiertes Blech und polierten Chrom existiert unabhängig vom Verkehrsgeschehen. Jugendliche und erwachsene Besucher der Leipziger Automobilmesse träumen von Luxuskarossen, die sie sich wahrscheinlich nie werden leisten können. Träumt jeder von ein großes Auto und ein schönes Auto. Größtes gibt's nicht. Ein schönes. Das hat mir schon gut gefallen, Junge. Hat mir schon gut gefallen. Ja? Ja. Aber? Ein bisschen teuer vielleicht. Praktisch soll es sein, also viel reinkriegen. Sparsam. Ein Traumfahrzeug für Sie? Auto oder Motorrad? Ja, das steht aber leider nicht hier. Nee? Nee. Was wär's denn? Corvette ZA1 haben sie nicht. Was ist das denn?
Ich bin Chevrolet. Ich weiß nicht, Sie müssen es mir mal beschreiben. Schnelles Auto oder was? Schnell ist es auch, ja. 5,7 Liter Hubraum und 250 PS mindestens. Mhm. Gibt es bei Ihnen auch sowas? Nö, nicht direkt. Nicht direkt? Nö, ich schließe mich da eher an. Ein Auto ist mehr als fahrbarer Untersatz. Ein Auto ist Statussymbol. Es war einmal ein Mann, unverheiratet, jung, nett, kinderlieb. Er besaß eine gemütliche kleine Wohnung, ging abends gern tanzen, diskutierte mit seinen Freunden und hatte viel für gute Bücher übrig. Der Mann, ehrbar und ohne besondere Erkennungszeichen, kleidete sich unauffällig elegant, ging im Monat zweimal zum Friseur und einmal im Jahr über den Autofriedhof. Erraten, in welchem Beruf er sein Geld verdiente, konnte man nicht. Bis er sich eines Tages einen kaufte. Da sagten die Leute, er ist ein Vertreter. Als sein bei einem Unfall ums Autoleben kam, legte sich der Mann einen zu. Jetzt hielt man ihn für einen wohlhabenden Lebensmittelhändler. Hin und wieder sogar für einen Fleischverwerter. Das ärgerte den Mann, denn er hatte künstlerische Ambitionen. Deshalb stieg er auf einen um. Aber dieser Wagen brachte ihn in Verruf. Zwar drehten sich die Mädchen nach ihm um, dafür tuschelten die Nachbarn, Angeber. Der junge Mann wurde ob der vielen falschen Vorstellungen traurig. Er wählte schließlich einen kleinen. Jetzt redeten die Leute von finanziellen Sorgen. Dieses Gerücht brachte den jungen Mann, der auf seinen guten Ruf bedacht war, auf die Frage, ist ein Auto? In den Autowaschanlagen zeigt sich, was den Menschen ihr Fahrzeug bedeutet. Der Autobesitzer hat die Wahl zwischen schonender Glanzwäsche, extra Shampooing, Hartwachs und Unterbodenschutz. Die komplette Kosmetikbehandlung für den vierrädrigen Gefährten. Das Auto wird gehegt und gepflegt, gewachst und poliert, gestreichelt und geschmeichelt. Eine Kulthandlung, die beinahe erotischen Charakter hat. Putzen Ihr Auto so liebevoll. Machen Sie das öfter? Ja. Warum? Damit es sauber ist. Nur damit es sauber ist, so liebevoll? Tja, weil ich mein Auto gerne habe, ne? So wie das mal ist. Auto ist das deutsch liebstes Kind. Ihres auch? Ja. Soll natürlich jetzt nur nicht meine Freundin hören. Man kauft ja nicht jedes Auto, man trägt nicht jede Kleidung. So wie man seine Kleidung pflegt, kann man auch sein Auto pflegen oder sein Haus oder was auch immer. Mhm. Macht Ihnen das denn eigentlich auch Spaß? Nee, Spaß macht es nicht. Mhm. Notwendigkeit. Ja? Warum ich es überhaupt mache? Es sah aus wie ein Schweinestall im Auto. Das können Sie nicht so gut haben. Ja, es geht. Es sammelt sich dann und dann kriege ich da einen Rappel. Es ist genau wie in der Wohnung. Also ein bisschen gepflegt soll es ja schon aussehen, oder? Ein bisschen. Mhm. Normalerweise ein schönes Auto soll auch schön aussehen. Autos sind wie Menschen. Muss man auch pflegen, ne? Ja? Ja, ja. Also Sie lieben Ihr Auto. Ja, ich liebe mein Auto.
Fühlt man sich im Auto erst einmal wie im eigenen Wohnzimmer, liegt es nahe, möglichst viel von dort aus zu erledigen. Es wird universeller Begleiter bei den Geschäften des Alltags. Autos brauchen Platz. Für neue fabrikfrische Kraftfahrzeuge baut man Paläste aus Glas und Marmor. Wie stolze Türme recken sich die Markenzeichen in den Himmel. Sind die Fahrzeuge erst einmal in Funktion, brauchen sie Einrichtungen zur Pflege und Wartung. Die Servicebetriebe für die verschiedenen Stationen eines Autolebens prägen das Bild heutiger Großstädte. Ausrangierte Teilstücke beanspruchen ebenso Platz wie Ersatzteillager und die Zentren zur Diagnose und Systempflege. Endstation Schrottplatz, wenn dann gar nichts mehr zu retten ist. Die gefühlvollere Bezeichnung für die Blechwüsten am Rand der Stadt ist Autofriedhof. Ruhender Verkehr. Für dieses paradoxe Phänomen hat die Automobile Gesellschaft Häuser gebaut. Dabei hat sie nicht auf Schönheit geachtet. Die Hässlichkeit der Parkhausarchitektur lässt sich kaum überbieten. Doch wohin mit den Blechkisten, wenn sie nicht fahren? Regalsysteme mit Einstellflächen erscheinen funktional. Sonntagmorgen, 5.30 Uhr in der Kölner Innenstadt. Wie viel Fläche der fließende Verkehr frisst, wird deutlich, wenn man diese Fläche einmal ohne Autos betrachten kann. Es gibt Straßen, die haben 6 Spuren und eine Breite von fast 30 Metern. Gehwege sind dagegen mal 3 Meter, mal nur 1,50 Meter, mal fehlen sie ganz, so als seien die Fußgänger gar nicht vorgesehen. Das gewohnte Bild. Die Stadt gehört wieder den Autos. Donnerstagnachmittag vor einem langen Wochenende. Während die letzten noch schnell in die Stadt fahren, um einzukaufen, verlassen die meisten dieselbe, um dorthin zu kommen, wo keine Autos sind. Das Wochenende lockt die Sonne, die beste Voraussetzung für einen kilometerlangen Stau. Doch das überrascht niemanden. Die Menschen in Blechkolonnen kaum noch als Individuen zu erkennen, nach außen nur noch als der Mazda, der BMW oder der Golf gekennzeichnet.
Die Fahrer handeln und reagieren so, wie es der Verkehrsfluss vorschreibt. Bremsen, kuppeln, schalten, wieder bremsen. Viele Autofahrer hier hupen oder drängeln oder lassen andere nicht rein. Sie sitzen in ihren Fahrzeugen mit hohem Schadstoffgehalt. In Situationen, wo der Nächste auch keine Zeit hat, der Stau ist nicht mit eingerechnet worden vorher. Und dann kommt es dazu, dass die Aggressivität sich aufschaukelt. Nicht? Der eine will eigentlich langsam fahren, aber er wird gedrängelt von dem Nachfolgenden, der ebenfalls sich behindert fühlt von dem Langsamfahren. Und es gibt eine Menge wissenschaftliche Studien, die die Herzfrequenz und andere Dinge von Autofahrern untersuchen, den Kreislauf nach einigen Zeit fahren. Und es zeigt sich, dass die Menschen aggressiver aus dem Auto aussteigen, als sie einsteigen. Flucht in eine andere Welt. Eine Welt ohne Autos. Die Insel Jüst. Jüst ist eine Ferieninsel. Von März bis Oktober bevölkern Urlauber und Kurgäste die Insel. Circa 7000 Gästebetten gibt es. Die 1500 Insulaner sind in der Saison also eine Minderheit. Viele der Gäste suchen die Insel auf, weil sie dort fern sind von den Auswirkungen der automobilen Gesellschaft. Es gibt keinen Verkehrslärm, keinen Abgasgestank, keine drohenden Autogefahren für Kinder. Ein motorisierter Gabelstapler ist nur im Hafenbereich erlaubt, um die Container mit dem Gepäck der Gäste vom Schiff zu ziehen. Dann wird umgeladen auf Pferdefuhrwerke oder Radanhänger. Im Dorf selbst erobern sich Kinder und Erwachsene schnell den Platz, den sie in der Stadt an die Autos verloren haben, zurück. Die Situation auf Jüst ist eine Ausnahme, als Modell nicht übertragbar auf andere Dörfer oder Städte. Aber für uns war es spannend, 4 Tage zu erleben, wie es funktioniert. Was anders ist, wenn Autos keine Rolle spielen. Einige wenige Kraftfahrzeuge auf der Insel. Eins davon gehört dem Arz. Nach einem Gemeindebeschluss sind Autos seit 1954 auf der Insel verboten. Ausnahmen gelten nur für die Rettungsdienste. Selbst die Polizei fährt per Fahrrad. Die Feuerwehr stellte in den 50er Jahren auf motorisierte Löschfahrzeuge um. Die Post hat sich in ihrer Monopolstellung ein Sonderrecht erkämpft. Sie liefert Pakete und Päckchen mit dem Elektromobil aus. Das macht zwar weder Lärm noch Gestank, ist aber trotzdem eine Gefahrenquelle auf den belebten Jüster Straßen. Wartende Pferdefuhrwerke im Hafen. Alles, was auf der Insel gebraucht wird, bringt einmal am Tag der Frachter aus Norddeich. Die Kutscher der verschiedenen Speditionen liefern aus. Lebensmittel, genauso wie Möbel oder Fahrräder. Ein Pferdefuhrwerk braucht für 1 Kilometer etwa 20 Minuten. Die Jüster haben sich daran gewöhnt, dass nicht alles sofort und immer zu haben ist. Fahrräder an der Schule. Die 2 Dörfer der Insel liegen etwa 2 Kilometer auseinander. Die Schule ist in der Mitte, sodass fast alle Kinder mit dem Rad kommen. Die Jüster Kinder kennen natürlich Autos aus dem Fernsehen oder auch von Besuchen auf dem Festland. Und natürlich spielen sie auch mit Modellautos. Aber was es bedeutet, mit Autoverkehr zu leben,
können sie sich nicht so recht vorstellen. Sag mal, Dad, wie kommst du denn zur Schule? Wie kam ich denn zur Schule? Einfach wie alle. Ja, ja, wie alle. Wie alle, wie ist denn wie alle? Wie Heikrad. Immer mit dem Fahrrad. Mhm. Erstmal mit so einem Buki-Rad. Ja. Und dann mit so einem großen. Benjamin, kommst du auch mit dem Fahrrad zur Schule? Ja. Wann hast du Fahrradfahren gelernt? Ich? Ich glaube ab 3 oder ab 4. Ab 4 eher. Also ich weiß nicht mehr. Und du, Steffi? Ich komme auch mit dem Fahrrad zur Schule, weil ich wohne ganz hinten im Ostdorf. Fahrradfahren habe ich gelernt. Da saß ich einmal im Kindergartenbus, da ist Peter mit dem Fahrrad hinterher gefahren. Und dann fand ich das so toll. Dann habe ich dann einfach geübt mit 4 oder 5. Und dann bin ich immer auf die Schnauze geflogen. Boing. Wird denn einer von euch noch von den Eltern zur Schule gebracht? Nee. Ich wurde das nur bei Einschulung. Ich auch. Mussten wir ja, weil da wurde ja was vorgespielt. Ne? Ja. Und die mussten den Stundenplan mitnehmen. Ja. Meine Eltern. Ja. Imke, wann hast du denn Fahrradfahren gelernt? Und wenn du jetzt mal so einkaufen musst für deine Eltern oder so, machst du das auch mit dem Fahrrad alleine oder fährt da jemand mit? Nö, ich mach das so alleine. Mhm. Wer von euch kennt denn Automarken? Automarken? Was ist das denn? Ich weiß nicht, glaube ich. Kennst du keine Automarken? Du weißt nicht, was Automarken sind? Ich weiß nicht so genau. Kannst du dir denn vorstellen, unterschiedliche Autos? Ach so, unterschiedliche Autos. Ja? Bist du denn schon mal Auto gefahren? Ja, ganz oft, aber mir wird leider immer schlecht und das ist so doof an Autos. Da wo Autos sind, da gefällt es mir eigentlich auch ein bisschen schön, aber hier gefällt es mir schöner. Schöner.